Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist euer Hubi und ich bin heute an einem ganz besonderen Ort und zwar im Internationalen Maritimen Museum. Im Büro von Professor Peter Tamm, im ehemaligen Büro. Und mein Gastgeber oder mein Gesprächspartner heute ist Peter Tamm Junior, darf ich das so sagen? Das dürfen Sie, sehr gerne. Herr Tamm, schön, dass wir hier sein dürfen, in diesen wunderbaren Räumen. Und ja, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was das Maritime Museum für Sie bedeutet und auch für die Stadt. So nehme ich das ja wahr. Es gab gerade ein großes Jubiläum Ende Juni, 15 Jahre Internationales Maritimes Museum. Was bedeutet Ihnen das? Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns und vielen Dank. Das ist eine große Ehre für uns, dass Sie heute hier sind. Ja, 15 Jahre, das ist schon eine ganze Zeit. Was bedeutet das auch gerade für mich? Also das ist, also diese Sammlung ist natürlich hoch emotional. Wir sind damit aufgewachsen und meine Geschwister nicht. Und dass die jetzt hier präsentiert wird, so seit 15 Jahren in dem Museum, das war immer der Traum meines Vaters. Mhm. Und das ist für uns sehr, sehr viel wert und wichtig auch. Und ich denke, für die Stadt ist es ein toller Leuchtturm und zieht immerhin 150.000 Besucher circa im Jahr an, wenn alles gut läuft. Und davon sind zwei Drittel auch Gäste aus dem Ausland und Übernachtungsgäste. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die Stadt schon ein echter Magnet geworden. Genau. Also es ist vor allem ein touristisches Thema, wo ich ja auch herkomme und natürlich schippern wir ja hier, wenn der Wasserstand ist, sehr gut, sehr regelmäßig rum, auch mit den Kollegen. Und ich hoffe, wir erwähnen das Maritime Museum auch immer entsprechend positiv. Also wenn ich mal anrufen, wenn es mal was anderes wäre. Mal kurz zurück in die Vergangenheit. Also es ist natürlich klar, dass Ihr Vater das gegründet hat und diese große Chance hatte, ich will es mal sagen, mit seiner Sammelleidenschaft, wir wollen es mal so nennen, tatsächlich es hingekriegt zu haben, dass die Stadt dieses Gebäude, den Kaispeicher B, zur Verfügung gestellt hat und man hier einziehen durfte. Erzählen Sie mal, wie es Ihrem Vater gegangen ist. Also wie hat er damit angefangen und in Kurzversion vielleicht? Ja, die Kurzversion, also er war 6 Jahre alt, krank zu Hause, da kriegt er das erste Modell von meiner Großmutter geschenkt, ein Hamburger Küstenmotorschiff. Mhm. Und das machte im Kopf Klick und er wollte Admiral werden. Nur das Problem, 28 geboren, 1947 im Abitur fertig, da gab es keine Marine mehr. Er konnte nicht mehr Admiral werden, wie er immer sagte, weil ist er dann auf Umwege sozusagen durch Vorstandsvorsitzende Springer, sein Spitzname war der Admiral geworden. Und so hat er aber diese Sammelleidenschaft, das war für ihn auch immer so ein Ausgleich zum täglichen Geschäft, was natürlich immer anspruchsvoller wurde und je größer die Firma wurde, war das ein sehr großer Ausgleich und die Sammlung wuchs und wuchs und wuchs und das haben wir natürlich mitgekriegt und so war es, irgendwo kam man am Punkt, dass es eben nicht mehr so eine Sammlung, eine Privatsammlung war, das war doch einfach schon echt mehr. Das war gefüllt ein großes Museum und so überlegt mein Vater immer, was mache ich jetzt damit, was tue ich damit und erstmal will ich das natürlich in den größeren Räumen, das war dann sozusagen die Elbchaussee 277, die er kaufen konnte und umgebaut hat, aufgehoben und da war aber auch, als er eingezogen ist, schon klar, das war zu klein. Das ist total irre. So, und dann ist er, hat er es ja natürlich auch erzählt, ich will irgendwas machen, was Größeres machen, so, und dann waren eben Kiel und andere Städte, auch Dubai interessiert, aber Grunde genommen sei er erst Hamburger und Hanseat, sein Herz spricht für Hamburg und schlägt für Hamburg und das war eigentlich nie so eine richtige Option, so eine B-Option und so ist das durch den Senator Peiner und der dieses Gebäude hier hatte, ist das, oder hat, die Finanz, das Finanzamt und gehört das ja und so wurde man sich dann auch einig, dass man ein Public-Private Joint Venture gegründet hat, sozusagen Public, die Stadt gibt dieses Gebäude hier umgebaut, fertig dazu und mein Vater sozusagen brachte seine Sammlung in eine Stiftung ein, die Peter Tamm Senior Stiftung und die dann sozusagen dieses Gebäude betreibt und das ist eigentlich toll gelaufen, wir sind mittlerweile positiv mit dem Haus und das, glaube ich, haben wenige Museen erreichen das und wir sind auch damals beim Umbau auch sozusagen unter dem Kostenrahmen geblieben und das Haus gehört nach wie vor weiterhin der Stadt, also eigentlich, was immer gesagt wird, ist ein Geschenk, nein, das ist harte Arbeit aber bringt furchtbar viel Spaß und das ist super und
Jetzt ist Ihre Position, muss ich nochmal drauf eingehen, im Moment ja, dass Sie hier in der Stiftung tätig sind, im Vorstand. Korrekt. Zusammen mit Herrn Ter Stegen, glaube ich, korrekt. Zu zweit in der Spitze. Das ist ja ein Ehrenamt, richtig? Also für mich ist es ein Ehrenamt und muss man fairerweise sagen, Herr Ter Stegen ist auch der aktive Part da drin, okay. Und er ist tägliche Macht und tut und aber für mich ist ein Ehrenamt und eine Selbstverständlichkeit, ehrlich gesagt, das zu tun. Und das bringt auch wirklich viel Spaß. Das heißt, Sie haben von Ihrem Vater ja durchaus einiges geerbt, was auch Ihre Aktivitäten angeht, also Ihre Energie, weil Sie haben einen Buchverlag. Sie chartern Containerschiffe, habe ich nicht gesagt. Und sind ja sehr viel unterwegs und sonstiges. Wie schafft man das alles? Und wie sind Sie hier wirklich auch im Haus? Oder haben Sie auch mal die Möglichkeit, flanieren Sie hier mal alleine durch und gucken sich nochmal ganz in Ruhe die Ausstellungsstücke an? Ja, also ich sag mal, im Grunde genommen ist das, also sind die Grenzen fließend. Also es wird oft gefragt, wie viel Prozent machst du dafür oder dafür? Das kann man gar nicht so sagen. Letztendlich es baut so ein bisschen auch der Schifffahrt auf, weil auch die Verlage, die wir haben, die sind Schifffahrt und Verteidigung und Rechtsvorschriften und nahe und auch zwei Buchverlage und die haben im Grunde genommen entweder gar nichts oder sehr viel damit zu tun und da das passt das eigentlich auch ganz gut um das Haus und auch die andere Tätigkeit mit der Continental Chartering, sozusagen die Verscharterung von Containerschiffen, passt perfekt eigentlich dazu. Also eigentlich Grunde genommen ist es eigentlich eine sehr gute Zusammenfügung und kann ich nicht anders sagen und das ist eigentlich auch das, was es ist und da kann man einfach schlecht sagen, manchmal ist mal mehr, manchmal ist es weniger, aber die Ideen kommen schon oftmals auch, also natürlich aus dem Team heraus, aber auch aus der Tätigkeit des Tuns. Also das heißt, wir leben Schifffahrt. Das muss man echt so sagen. Genau. Und das können wir eben hier in diesem Haus gut weiter transportieren. Mhm. Und das nützt dem Haus eigentlich viel. Ich frage aus dem Grund auch, weil mir wird Ähnliches nachgesagt, auf viel kleineren Ebenen natürlich so. Ich darf ja auch viele Dinge machen und der Podcast hier ist ja eins davon, neben meinem Hauptjob natürlich bei Kassenmeier zu betreiben und die Touristen durch den Hafen zu schippern und sonstiges, was in der jetzigen Zeit auch durchaus mit anderen neuen Herausforderungen zu tun hat. Aber toi, toi, toi. Und Sie haben gesagt, Ihr Vater hat auch die Sammelleidenschaft war ein Ausgleich für ihn. Auch das, glaube ich, kann ich ein bisschen nachempfinden, ohne dass ich das anmaßend jetzt so sagen möchte. Aber ich kann nachempfinden, dass man Dinge neben seinem Hauptberuf macht, die einem sehr, sehr viel Spaß bringen, damit man den Hauptjob anders oder besser auf die Reihe kriegt. Verstehe ich das richtig? Geht es in ähnlichen gewisser Form? So ist es. Bitte sagen Sie ja. Es ist wirklich so. Und die andere vorige Frage noch zu beantworten. Ja, ich gehe auch manchmal durchs Haus und man holt sich auch dadurch wieder neue Ideen und Dings. Und das ist, Sie haben recht, also man muss irgendwas haben, eine Sache, wo man irgendwo eine andere Schwingung bekommt und dann kommt da auch wieder eine Idee für die andere Geschichte. Und ich glaube, es ist ja auch ein Ansporn oder ein Antrieb definitiv, wenn man viele Dinge tun darf, die wirklich Freude machen und die auch ein Ergebnis hervorbringen. So. Und jetzt für dieses Haus zu stehen, also nochmal auf das Museum zurückzugehen, wir haben hier 9 Decks in unterschiedlichen Varianten ausgestattet mit einem irrsinnigen Schatz, was die Schifffahrt angeht. Bis in die Vergangenheit, ich glaube 3000 Jahre Schifffahrtsgeschichte kann man hier erleben, ist das so? Mit Korrekt. Wie vielen Ausstellungsstücken oder Schiffen in Kurzform, wie viele Schiffsmodelle haben wir hier zu sehen? Oh Gott, das ist die Frage. Gibt es das gar nicht? Also bestimmt gibt es das, aber wie gesagt, also das ist eine Zahl, das wird mir natürlich oft gefragt, das sind zigtausende von kleinen Schiffsmodellen und tausende von großen Modellen und Bildern und das ergibt sich so und das wächst und wächst und das ist das Schöne, die Sammlung wächst und die Stiftung auch sozusagen behält das, wird das langfristig immer weitertragen also es ist groß. Naja, also ich würde deshalb nur darauf eingehen, weil es natürlich schon eine Herausforderung ist. Ich gebe zu, ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, mit welchem Hintergrund soll man in das Haus hier reingehen? Und ich habe dann auch tatsächlich schon mal gesagt, naja, es ist halt viel Schiff. Weil, also das muss man schon wollen und mögen, aber ich glaube, wenn man dann einmal eingetaucht ist und vom Deck 1 nach oben sich durcharbeitet oder mal ein bisschen guckt, worauf habe ich große Lust, was möchte ich mir angucken, dann ist das schon enorm faszinierend und auch mit dem Blick darauf, was hier gesammelt wurde, das muss man ja wirklich auch mal anerkennen, also das dann auch zu sortieren und in Reihenfolgen zu bringen, da muss ich sagen, habe ich einen großen Respekt vor, das geht in kleineren Bereichen schon manchmal gar nicht und was hier geschaffen wurde, ist irrsinnig. Und es sind ja verschiedene Bereiche, die dargestellt sind.
ob das die ob es Navigation, Kommunikation ist oder auch die Segelschiffe und so weiter. Das heißt, man kann sich hier ja regelmäßig aufhalten, durchs Haus gehen und am Ende, naja, gibt es wahrscheinlich Dauerkarten, Stammgäste, die ganz oft kommen, die sich dann ihre Lieblingsstücke angucken oder wirklich alles durcharbeiten? Gibt es sowas? Ja, das gibt, klar gibt es das. Also das Haus ist sehr groß, vielschichtig, aber ich kann Sie beruhigen. Also wir sind das internationale Maritime Museum. Ja. Und dadurch ist es sozusagen ein bisschen eingegrenzt, dass wir wirklich mit Schiff zu tun haben. Ja, also für meinen Vater war es Schiffträger der Weltgeschichte, Schifffahrtsgeschichte ist Menschheitsgeschichte. Mhm. Ohne Schiff hätte es keine Entdeckung gegeben. So, das ist so ein bisschen das Credo, 3000 Jahre, das ist sozusagen die wie weit wir es zurückverfolgen können. Das erste sozusagen Exponat ist 3000 Jahre alt. Ja. Und dadurch auch diese Dings, es ist natürlich sehr speziell, das ist klar, aber Schiff und international, und das passt einfach hier zum Hafen und Hamburg, und gut. Schiffbau gehört dazu, Navigation, was Sie sagten, Uniform, es gibt Marine, es gibt Handelsschifffahrt, es gibt Kreuzfahrtschiffe, also auch die gesamte Vielschichtigkeit, und das war eben uns auch immer wichtig zu zeigen, also das ist immer nicht nur ein Handelsschiff von A nach B fährt, sondern das gehört viel dazu, eine Barkasse, ein Schärfenschlepper und so weiter, ein Kran und Werften, Häfen und diese Vielschichtigkeit, und das findet hier natürlich, versuchen wir zusammenzufügen in den verschiedenen Decks, natürlich thematisch sortiert. Nee, alles, also ich, alles. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist nur Schiff. Nee, also genau. Also nein, es ist natürlich enorm faszinierend und es ist für die Stadt Hamburg, glaube ich, großartig, und der Kaispeicher B ist auch ein sehr beeindruckendes Gebäude, und als eröffnet wurde vor 15 Jahren, war das ja quasi eine Insel. Da war ja drumherum noch nichts von dem, was wir jetzt hier um uns erleben. Sandwüste, also Hafen City an sich. Auch das ist ja, ich würde mal sagen, ein bisschen Geschichte, was wir hier erleben, wie es von der Speicherstadt in die Hafen City, wie das hier wächst. Und jetzt ist ja das Museum mittendrin. Und hier vor der Tür ist auch ein Anleger, was ich sehr gut finde übrigens, weil wir auch dann gerne mal hier ranfahren, wenn dann Ebbe und Flut das zulassen. Immer gerne. und ich glaube, der Kollege von der Circle Line legt hier auch ab, und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, hier mitten durchzufahren. Und ich muss mal den Schwenk insofern dann machen. Was meinen Sie denn, wie wirkt sich das auf den Tourismus aus? Also ich glaube schon, dass Hamburg als Hafenstadt, so geht es mir ja selber auch, zwar als Österreicher, ich erlebe ja auch eine gewisse große Leidenschaft für die Seefahrt, zwar nicht in dem großen Sinne, aber für die Schifffahrt, für den Hafen und so weiter, deshalb auch eben dieser Podcast, dann ist es doch eigentlich der Ort, wo man hin muss, wenn man nach Hamburg fährt. Da muss man doch die maritimen Bereiche sich angucken, und hier hat man es alles auf einem Platz. So ist es, also absolut. Und das ist auch unser Ansinnen, immer wirklich der maritime Hotspot zu sein. Ja. Wir werden immer mehr auch die maritime Branche hier holen, mit Treffen und mit Veranstaltungen, sei es der Hafenfunk und andere Dinge, und versuchen das auch hier wirklich zentral als Knotenpunkt zu sehen. Ja. Und auch für die Schifffahrt, das heißt auch für den Firmen mal aufgeben, dass die sagen, an uns rantreten ganz oft und sagen, wollt ihr die Sachen übernehmen, Modelle, Bilder, was weiß ich, was sie haben, Pläne, Bücher, und dass das hier irgendwo bleibt und dass irgendwo ein Ort geschaffen worden ist, sozusagen, wo eine Langfristigkeit, eine Kontinuität da ist und auch dieses widerspiegelt. Und das ist sozusagen ganz wichtig, dieser Ort. So, das heißt, es ist natürlich eine erklärende Funktion durch die verschiedenen Decks, aber auch irgendwo einen Ort zu haben, wo die Tradition oder wo sich Hamburger oder wo sich Leute aus dem Fach wie sie irgendwo wiedersehen und auch langfristig wiedersehen können. Und das ist ganz wichtig für uns. Und wie schlagen Sie die Brücke, dass man jetzt nicht nur die langjährigen Leute oder die zur See gefahren sind, hier reinholt, sondern für die jungen Menschen? Wie kriegt man die jungen Leute, dass die da? Da fangen wir an, also mit den Kindern. Wir haben jetzt einen Kindersimulator zum Beispiel, dass man so ein bisschen versucht, die zu kitzeln. Guck mal, hier so ein Schiff, wie fährt das, wie dreht das und was kann das machen? Und wir haben eine Schiffmodellbauwerkstatt. Wir haben die Modellbautage, die sind super. Ja. Werden angenommen, das haben wir mit dem Hamburger Abendler zum Beispiel auch, so ein Modellschiff, was man basteln kann, das wird dann prämiert. Und da kommen so viele Leute und auch unterschiedliche, und auch wir gehen an die Schulen ran, dass sie mit Schulklassen herkommen. Wir haben thematische Führung, das einfach auch erklären, Geschichtsthemen zu erklären sind, dass das ein bisschen anschaubarer ist. Und das sind so, versuchen wir eben doch viel ranzuziehen. So, und dann auch natürlich
bestimmte Bereiche zu digitalisieren. Das ist ja auch eine gewisse Form von, ich sag mal, Öffnung für Dinge und auch das Museum so ein bisschen dann auch weiter zu zeigen. Also nicht nur als Ort, wo sie herkommen müssen, sondern eben auch digital. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Riesenprojekt gemacht, ist durchgezogen, wo ein Teil der Bibliothek digitalisiert worden ist als Volltextsuche. Das wird jetzt sozusagen vorbereitet und umgestellt. Mhm. Oder auch die Pläne sind digitalisiert worden, andere Dinge, so dass man einfach versucht, da irgendwo mehr und weitere Reichweiten zu generieren und auch Leute zu generieren und damit natürlich auch Leute, ich sag mal, für dieses Thema zu begeistern und ranzuholen. Das heißt, wir haben tatsächlich von Segelschiffen bis hin zum Schiffssimulator, also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Man kann ja wirklich hier ein Containerschiff in den Hamburger Hafen der Elbe hochfahren oder hier reinfahren, glaube ich, so, ohne dass was passiert. Ich habe es noch nicht gemacht, vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen, Herr Tam. Kann ich gerne mal noch nicht Sie anladen. Wir haben neulich mal einen CEO einer der größten Containerreedereien hier gehabt, ja, und den wir dann in Rotterdam auf die Steine geschickt haben und der mir dann eine Weihnachtskarte schickte und sagte, er würde es nie vergessen, das Containerschiff eines Mitbewerbers kaputt zu fahren. Also ich habe mein Hafenpatent natürlich gemacht, bin natürlich in der Praxis nicht jeden Tag so unterwegs an Bord wie meine Jungs und Mädels, die das jeden Tag machen. Ich komme da bestimmt nochmal drauf zurück. Sehr gern. Zum Abschluss möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Sie haben gesagt, 150.000 Gäste kommen hier, wenn es gut läuft, glaube ich, jetzt auch in diesem Jahr sieht es ja so aus, der Tourismus ist wieder da, ins Haus, damit rechnet sich das, glaube ich, schon einigermaßen. Es gibt aber auch noch Veranstaltungsmöglichkeiten, das heißt, es gibt hier 2, 3, 4 Veranstaltungsräume, die man mieten kann. Genau, richtig. Und als Unterstützung vielleicht auch ganz wichtig, ich darf mich ja auch als Mitglied des Freundeskreises sehr gut nennen. Vielen Dank. Schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, man kann also das Haus durchaus auch unterstützen mit Spenden und dass man sagt, ich werde Mitglied und wenn man es jetzt noch nicht hat, dann gerne schon mal einsteigen, würde ich sagen. Absolut, also wir haben vielfältig, also wie gesagt, wir haben Deck 10 und auf Deck 2, die vermieten wir regelmäßig, wir haben die Restaurants und wir haben unseren Shop unten, wir haben Wede, die Buchhandlung unten, wir haben den Freundeskreis und da können wir wirklich nur jeden ermutigen, sozusagen Mitglied zu werden, da können Sie uns helfen. Aber sie können auch spenden. Durch die Stiftung können wir eben Spendenbescheinigungen ausstellen. Mhm. Und somit hat jeder auch einen Vorteil. Oder auch ganz viele Leute sagen, ich habe jetzt Bilder, ich habe eine Uniform, ich habe irgendwas, Bücher, was auch immer es ist. Also seien Sie feel free, würde man sagen. Also wir nehmen alles. Ich wollte gerade fragen, nehmen Sie alles an oder gibt es auch mal was, wo Sie sagen, also nö, das... Also ich sag mal, es muss natürlich so ein gewissen Maße an, dass es ausstellbar ist sozusagen auch haben, einen gewissen Anspruch haben. Das also ist schon so, aber die meiste nehmen wir schon an. Das also ich könnte Ihnen jetzt alleine die Sammlung abzurunden. Ein Lego-Modell meines großen Fahrgastschiffes liefern. Würden Sie wahrscheinlich sagen, nee, Neubach, lassen wir, ne? Also nein, um Gottes Willen. Das können wir neben, wunderbar neben die Queen Mary legen und zusammen. Hier ist ja die große Queen Mary auf Deck 2. Okay. Wie gesagt, also da sind wir flexibel. Okay. Gut, dann werde ich auch schon mal durchgucken, was selbst ich habe ja natürlich auch Schiffsbilder und Dinge schon gesammelt, die sich bei mir wiederfinden. Dann weiß ich ja schon mal, dass für die irgendwann in Zukunft unbedingt Platz ist. Genau. Herr Tam, ganz zum Schluss noch mal eine Frage. Jetzt außerhalb dieser Räume und so, der Hamburger Hafen an sich. Was bedeutet der für Sie und sind Sie oft auf dem Wasser? Haben Sie ein eigenes Schiff, wo Sie auch mal sagen, ich fahre jetzt mal raus und lass mal das Geschäft hinter mir? Also ja, ich habe ein eigenes Schiff. Ja, gut, Gott sei Dank. Aber ich habe mehrere, das ist vom Segelboot bis dahin, aber ich benutze sie so selten, leider Gottes. Und irgendwie liegen die irgendwie seit 1, 2 Jahren in der Halle rum. Aber wie gesagt, ich liebe das, die Elbe ist für mich die Heimat und der Strom und die Schiffe kommen und gehen zu sehen, ist toll. Das ist Handel, das ist international, das ist für mich eine absolute Lebensader und der Hafen so oder so. Ja. Und ich finde, wenn man einfach mal Zeit hat und einfach mal über Dinge nachdenkt, fahre ich gerne mal im Auto durch den Hafen und stelle mich irgendwo hin, gucke mir das an, denke mir, dann hat man da eine Antwort irgendwie da drauf. Und ich finde, der Hafen gibt einem ja viel. Ja. Und mit diesen Vielschichtigkeiten und Facetten, die er hat und auch sich immer wieder verändern über die ganzen Jahre, wenn man so sieht, was er so früher war und was es jetzt raus geworden ist und irgendwo lebt das weiter. Und das, ich finde das großartig, muss ich sagen. Und ich denke mal, Hamburg lebt ja nun auch vom Hafen und um den Hafen. Und das wäre auch traurig, wenn es anders wäre. Und das ist wichtig eben, dass wir uns das auch als Bürger erhalten und alles dafür tun, dass dieser Hafen auch weiter
floriert, funktioniert auch. Und wir haben ja, spreche ich aus der Schifffahrt, so ein paar Nachteile mit Hamburg. Das heißt, die Schiffe fahren hier mit der Tide hoch und runter. Das heißt, ich habe einen Zeitverlust unter Umständen. Mhm. Und als wenn ich jetzt nach Bremerhaven oder Wilhelmshaven gehe. Und aber da sollte man eben zusehen, dass man eben die Rahmenbedingungen so schafft, dass es eben irgendwo gleich ist und dass Hamburg weiterhin das kann und machen kann. Ich glaube, das ist allen, die im Hafen zu tun haben oder mit dem Hafen zu tun haben, auch was die Wertschöpfung angeht für die Wirtschaft, natürlich klar und sehr wichtig. Also wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt, im großen Rahmen für die Container, im kleinen auch für unsere Touristen, die hierher kommen. Es ist ja auch eine Sehenswürdigkeit, ich erwähne das häufiger im Gespräch. Für unsere Gäste ist es eine Sehenswürdigkeit, was ja auch ein Unikat ist quasi, dass der Hamburger Hafen für viele als sowas gesehen wird. Das ist großartig und sie spiegeln das genau wieder, wie es mir teilweise auch geht. Und ich glaube, wir kämpfen da an einer Seite mit diversen anderen Menschen im Hamburger Hafen. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir könnten noch weitersprechen. Vielleicht komme ich mal wieder. Sehr gerne. Ins Museum sowieso. Und schön, dass wir hier sein durften. Danke. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für alles. Danke. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.